keinen Weg gefunden, wie sie mit uns umgehen müssen. Big Macs Projekt finanziert die Hauptschule nebenan und nicht die Stadt Bonn. Deshalb ist das Geld sehr knapp. Bei den Rap- und Tanzstunden des Ex-Gangsters amerikanischer Abstammung ist die Bude immer voll. Big Mac erlaubt keine menschenverachtenden Texte und keine Gewalt. Mit seiner Idee war der Coach vorher am Brüser Berg gescheitert. Ich war selber im Jugendhaus in Brüser Berg, aber da ist einfach für mich die Arbeit nicht möglich, weil der Einfluss von gewissen Leuten, die da, sage ich mal, ihre Vorherrschaft haben, ist einfach, du kommst nicht bei den Jugendlichen durch, weil es geht ja nicht. Du kannst ja nicht im Keller hocken und den Jugendlichen was erzählen über Grundgesetz und ey, du bist was wert, wenn dann im Endeffekt im nächsten Augenblick jemand reinkommt, der sagt, ich fick deine Mutter, Alter, und ich bin gut drauf. Und noch ein dickes Auto dabei hat. Es geht einfach nicht so. Das ist das Problem. An der Realschule des Schulzentrums Brüser Berg hatte man lange Zeit den Einfluss von Xatar auf die Kinder und Jugendlichen falsch eingeschätzt. Der Millionenraub hat die Pädagogen hier aufgeschreckt. Die Vertrauenslehrerin sieht die Figur Xatar heute kritisch. Bei den jüngeren Schülern war das, was er macht, hat dazu beigetragen, ne, dass sie den toll finden. Also ich habe das Gefühl, das ist gerade jüngere Schüler, das ist ganz gefährlich, ne, dass die eben schnell beeinflusst werden und die da irgendwie schnell etwas vielleicht auch übernehmen wollen und vielleicht diesem auch nacheifern. Und bei den älteren Schülern, ja, das ist dann schon die Musik dann. Er verkörpert halt das, ne, was ja, die Schüler wollen. Ne, was wollen die denn? Ja, auch natürlich Erfolg und Geld, berühmt werden, zu etwas bringen. Und in den Augen der Schüler hat dieser Xatar es zu etwas gebracht, weil er eben ein Star geworden ist in ihren Augen. Der Schulhof und Xatars Viertel grenzen unmittelbar aneinander. Dem Männerbild der Jugendlichen hat die Schule wenig entgegenzusetzen. Im Lehrkörper gibt es fast nur Frauen. Sie sehen sich machtlos. Auch wegen der medialen Präsenz von Xatar, Bushido und Co. Es sind die anderen Musiker, wie Sie sagten, Bushido, es sind Journalisten, es sind es sind Moderatoren in den ganzen Shows abends, die auch diese Sprache benutzen. Und da muss ich Ihnen sagen, denen wird ein Forum gegeben, da haben wir sehr schwer gegen anzugehen. Kann man da überhaupt gegen gewinnen, langfristig? Ja, immer nur in kleinen Schritten. Wie weit das gehen wird, können wir nicht sagen. Wir arbeiten dagegen und wir hoffen, dass wir was auch langfristig bewirken, dass man die Schüler auch zu einer kritischen Persönlichkeit erziehen, dass sie das auch differenziert aufnehmen. Aber wie gesagt, wir erfahren da hinsichtlich nicht viel Unterstützung und sind oft erschreckt, was auch in den Medien zugelassen wird, wo wir hier auf der pädagogischen Plattform sagen, das geht gar nicht. In sozialen Trainingsstunden will die neue Schulleiterin jetzt dafür sorgen, dass die Schüler sich mit dem Phänomen Xatar auseinandersetzen. Die Bewunderung hat er auch seinem rasanten Aufstieg in privaten Medien zu verdanken. Immer wieder war er Gast in TV-Studios. RTL 2 drehte mit ihm sogar eine sechsteilige Serie. Für ihn eine perfekte Werbeplattform. Heute bei der Bluff. Auch hier wieder mit dabei Nachbar und Mitrapper Sami. Für die Polizei ein Mittäter beim Goldraub. Selbst im kurdischen Fernsehen wurde Xatar gefeiert. Er sei, so der Sprecher, ein Kurde, den jeder in Deutschland kennt, ein großartiger Künstler. Der Star selbst stellt sich eher als Kenner der Jugendlichen dar. Er weiß, was sie sich wünschen, kennt die Wahrheit über das Leben. Deshalb werde er von den Fans geliebt, würden seine Platten gekauft, sagt er. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Xatars CDs verkaufen sich nur mäßig. Alles wird aus dem Internet heruntergeladen. Im August 2009 sieht es so aus, als ginge es mit seiner Karriere bergab. Auf einer C-Promi-Party treffen wir ihn zufällig. Gerade hatten Bekannte von ihm eine Schießerei mit Rivalen auf der Autobahn. Drei Schwerverletzte gab es. Der Anfang vom möglichen Ende bahnt sich an. In letzter Zeit, keine Ahnung warum, passiert so eine Scheiße immer öfter. Ja. Wirtschaftskrise oder keine Ahnung woran das liegt. Ja. Dass irgendwie alle pleite sind und weniger Geduld haben und noch aggressiver. Also das passiert in letzter Zeit immer öfter und so sollte es nicht sein. Das ist Scheiße. Das heißt ja auch, man hätte eigentlich sie treffen wollen. Ah, das sind Gerüchte, das sind, was halt erzählt wird. Das ist Bullshit. Keine Ahnung, wer was da getroffen werden sollte. Mhm. Auf jeden Fall sind Leute getroffen worden, die es nicht verdient haben. So, Ende aus. Aber auf der Autobahn aus dem fahrenden Fahrzeug in ein anderes Fahrzeug. Ja, ganz genau. Nur wenige Wochen später, das nächste Drama. Polizeirazzia am Brüser Berg. An einem Krieg konkurrierender Drogenbanden war auch Xatars Kumpel Sami beteiligt.
Dabei war scharf geschossen worden. Es gab Verletzte auf beiden Seiten. Die Polizei verfolgte die Flüchtenden bis zum Schulgebäude. Die Polizei hat die verfolgt, die liefen dann hier durch die Büsche, haben sich versteckt. Und die Polizei ist dann hier über den Schulhof gefahren. Polizeihubschrauber sind also in Sichtweise der Unterrichtsfenster gefahren, haben die gesucht. Und die Kollegen haben mich aus ihren Klassenräumen mit dem Handy in meinem Büro angerufen. Frau Hesse, was machen wir jetzt? Was ist da los? Der Hubschrauber ist auch da gelandet, oder? Nein, der ist nicht gelandet, der hat hier nur unheimlich nah gekreist. Ja. Und diese Kriminellen haben sich wohl in den Gebüschen da hinten versteckt und die wurden dann gesucht. Ratar hält sich währenddessen in Amerika auf. Auf eigene Kosten ist er zu einer Party ins Haus des Playboy-Gründers Hugh Hefner gereist, um sich in den USA ins Spiel zu bringen. Doch Ratar hat schon bald nach seiner Ankunft mit einem der zahlreichen Models Streit. Laut Polizeiakte schlägt er einer der jungen Frauen mit der geballten Faust mitten ins Gesicht. Die Folge: Nasenbeinbruch und Schadenersatzforderungen. Für die Tat muss Ratar sofort ins Gefängnis. Nur weil die Kautionsbehörde für ihn 50.000 US-Dollar hinterlegt, kommt er frei. Doch zum Gerichtstermin erscheint er einfach nicht. Hals über Kopf reißt er ab. Die Kaution verfällt. Nur 4 Monate später wird er dann auch in Deutschland gesucht. Zusammen mit einigen weiteren Tätern soll er auf der Autobahn bei Stuttgart einen Goldtransporter überfallen haben. Beutewert knapp 1,8 Millionen Euro. Etliche Tatverdächtige gehen der Polizei am Brüserberg und im Großraum Bonn ins Netz. Doch die Hauptverdächtigen sind bis zum Februar 2010 nicht dabei. Die Polizei in Ludwigsburg hat eine 22-köpfige Sonderkommission gebildet, die EG Gold. Zielfahnder von LKA und BKA suchen die Verdächtigen mittlerweile weltweit. Andreas Rehmann von der Kripo ist sich ziemlich sicher, auf der richtigen Spur zu sein. Der Tathergang selbst ist fast aufgeklärt. Also, dann gucken wir mal, wo diese Bilder sind vom Tatort. An diesem Autobahnkreuz wurde der Goldtransport aus Nürnberg gestoppt. Passiert ist es in diesem Bereich, die Täter kamen von hier oben, haben das Fahrzeug dann hier runtergelotst, bis hier an der Kreuzung, dann rechts ab und genau unter dieser Autobahnunterführung hat dann der Überfall stattgefunden. Die Täter trugen Polizeiuniformen, keine Masken. Sie seien von der Steuerfahndung, sollen sie gesagt haben. So überzeugend, dass die Fahrer des Goldtransports hier ihr Fahrzeug übergeben haben. Für die Polizei war Ratar der Anführer. Er war der Boss hier vor Ort bei dem Überfall. Ja, von dem gehen wir aus. Das haben unsere bundesweite Ermittlungen, zu denen ich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nichts sagen möchte, wie die im Einzelnen ausgesehen haben, haben es ergeben, dass er vor Ort derjenige gewesen sein dürfte, der Wortführer war und auch der im Bereich der Vorbereitung der maßgebliche Mann war. Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse, wie ausgerechnet dieser Rapper aus Bonn nun dahin gekommen ist, hier in Ludwigsburg so einen Überfall zu machen? Wir haben Hinweise auf Querverbindungen in den bayerischen Raum, die wir aber noch nicht so richtig verifiziert haben. Wir sind momentan da noch ein wenig am Schwimmen. Das Zahngold und der Schmuck sollten zum Einschmelzen gefahren werden. Also es waren zum einen so ganz normale Postkisten und dann die Tonnen, da war praktisch das Altgold drin. Die Beute ist nach wie vor verschwunden. Die Spekulationen können wir in alle Richtungen ausdehnen. Wir gehen davon aus, was aber durch nichts bestätigt ist, dass die Beute bereits abgesetzt ist. Der erfahrene Kripo-Mann hat inzwischen auch am Brüserberg in Bonn ermittelt. Das Ausmaß an Zustimmung, das er dort für Ratar vorgefunden habe, sagt er uns, hat ihn ziemlich überrascht. Unser Eindruck, den ich eigentlich selber gewinnen konnte, als ich in Bonn oben war, 2 Tage und dort Ermittlungen gemacht habe, verfestigt sich schon der Gedanke, der Soziologe würde es vielleicht mit krimineller Subkultur
umschreiben, dass wir das da oben haben. Auch die Leute, die wir so aus dem Umfeld befragt haben, die dann im Chatar oder den ganzen Tätern einen gewissen Heldenstatus gegeben haben und das eigentlich nicht als schlimm ansehen, sondern eher clever, toll gemacht und alles, hat mir gezeigt, dass da doch, wie soll ich sagen, kriminelle Wertvorstellungen überwiegen vor den Wertvorstellungen, die wir als normal erachten. Im Umfeld von Khatar an seinem ehemaligen Wohnort ist man nicht mehr gut auf Journalisten zu sprechen. Als wir die Kamera aufbauen und gerade mit jemandem reden wollen, werden wir von der anderen Seite bedroht. Mach mal die Kamera aus. Ja, können wir. Was wird das hier? Wir machen einen Dokumentarfilm über Khatar. Mach die Kamera ganz schnell aus, bevor ich schon. Nee, was ist denn los? Die Begeisterung für die Medien ist offenbar weg. Ich bin noch hier auf der Straße. Ja, ich wohne hier und das hat nichts mit Khatar zu tun. Und ich habe die Schnauze voll, dass hier so welche Pisser wie sie rumlaufen und jeden Tag hier mehr Rufmord machen. Wieso machen wir Rufmord? Ja. Soll ich jetzt Backpfeifen verteilen, dass sie mal verstehen oder was? Wie ein Hund muss man sie schlagen, dass sie verstehen oder was? Nein. Wenn ich jeden Tag bei Ihnen vor der Haustür komme und jeden Tag aufnehme und jeden Tag sehen das die Leute, ist das für Sie normal? Ha? So gerne sich Khatar selbst und seine Fans im Fernsehen zeigten, jetzt ist das vorbei. Egal, ich wohne hier und ich will nicht, dass hier jeden Tag meine Wohnung gezeigt wird. Wo wohnen Sie? Ich möchte Ihre Adresse, ich will bei Ihnen vor der Haustür mal ein bisschen aufnehmen. Mit meiner Kamera, ich habe auch Kamerafreunde. Ich will das jetzt wissen, wo Sie wohnen, ich komme bei Ihnen vor die Tür. So, ganz einfach, dann machen wir das Spielchen so. Sind Sie jetzt hier die Polizei oder was? Was? Sind Sie jetzt hier die Polizei? Oder? Ich bin jemand, der hier wohnt. Ich wohne hier in dieser Siedlung. Verpisst euch alle von hier. Ich schwöre, wenn ich einen von euch sehe, ich ficke euch alle. Juckt mich nicht, ich schwöre. Was soll denn der Scheiß, Mann? Habt ihr nicht genug? Es ist unser Recht, wir leben im freien Land und hier ist Pressefreiheit. Ja? Zur Pressefreiheit. Dann nimm ich ruhig die Anzeige in Kauf und brech ihnen die Nase oder so. Ich würde es besser nicht machen. Und dann? Was dann? Ja, es ist Pressefreiheit. Und nicht Freiheit zu schlagen, die gibt's hier nicht. Ich hab die Freiheit, ich bin ein Mensch, kann machen, was ich will. Ja. Wenn ich sie schlagen will, schlage ich sie. Wenn ich den schlagen will, schlage ich den. Wenn ich eine Frau hauen will, hau ich die. Und jetzt? Zieht ab von hier, Mann. Was für Khatar, Mann. Der Typ ist schon lange weg, dann flieg nach Afghanistan und such den da, Mann. Erstmal die Kamera umdrehen. Hab ich nicht gerade was gesagt? Zwei weitere Männer durchsuchen unsere Ausrüstung bis ins Detail. Wir kapitulieren vor der Straßenmacht am Brüserberg und brechen die Dreharbeiten erst einmal ab. Ja, das haben wir. Die Kamera lässt nach vorne. Der ist doch alles gut. In Medinghofen, dem Nachbarstadtteil, ist nach mehreren Attacken und Überfällen auf Fahrer von Linienbussen die Stimmung ebenfalls gespannt. Wir treffen auf Scorpion und seine Rapper-Crew, die als Nachwuchsleute noch davon träumen, so viel Erfolg wie Khatar zu haben. Sie mögen ihn nicht besonders, aber man hat durchaus von ihm profitiert, denn Khatar betrieb hier zeitweilig vor seiner Flucht das Europa-Bistro. Das hatte der Khatar zwei Monate lang. Das waren so wie ein Konzert halt. Der hat uns immer eine Woche, zwei Wochen vorher Bescheid gesagt. Das war mein großer Bruder, der braucht das. Der hat uns zwei Wochen so immer vorher Bescheid gesagt, wer immer hier hinkommt, welche Stars von Köln, von Düsseldorf, wer alles hier hinkommt. Da meinte er, ihr seid alle herzlich eingeladen. Das Bistro war allerdings nicht nur ein Treffpunkt von Szeneleuten aus Unterwelt- und Rappermilieu. Es diente wohl auch zur Vorbereitung des Goldraubs, glauben die Fahnder. In ihren Ermittlungen gehen sie davon aus, dass Khatar sich die Polizeiuniformen und die benutzten Handschellen hierhin liefern ließ. Auf der Straße glaubt das aber keiner. Da hat es gar nicht nötig gehabt, sowas zu machen. Weil Geld hat gestimmt mit denen. Genau. So hat man auch gesehen, der war immer gut angezogen, gut gekleidet. Also unserer Meinung nach hat er nichts damit zu tun. Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber wir glauben nicht daran, dass der das war. Nein, wir glauben das auch nicht. Mhm. Heißt das, ihr denkt, er hat eigentlich gar kein Motiv? Nee, guck mal, er hat sich mit Musik auch seinen Namen gemacht. Ja. Und das ist bei uns, sagen wir mal so, wie auf der Straße sagt, wie Ausländer, wie Kanaken, sind im Kopf so, wenn wir schon oben sind, wenn wir schon einen Namen gemacht haben, warum sollen wir das uns dann kaputt machen? Allein, wo ich immer Urlaub war, Hannover und so, die Leute kamen zu mir, hast du Khatar schon mal live gesehen, so und so. Fast jede ganze Deutschland kennt Khatar und so. Ich glaube nicht, dass der was damit zu tun hätte. Mhm. Also wäre ich das, wäre ich schon ein Star, wäre mein Name schon so groß, ich hätte sowas niemals gemacht. Die Nachwuchsrapper von Medinghofen hoffen noch auf ihren musikalischen Erfolg. Ihre einzige Chance, Geld zu verdienen und reich zu werden, glauben sie. Denn einen richtigen Job hat keiner von ihnen. Classic und Silberkette, Scorpion sein Style. Wer ist heiß auf den Fight, Mann, ich bin doch bereit. Die Hauptschule in Bonn-Beuel feiert ihr Schulfest. Auch hier wird gerappt, allerdings mit anderen Texten.
Organisiert von Big Mac. Er ist der Einzige, der öffentlich über den großen Einfluss von Qatar auf die Jugendlichen spricht und die Behörden kritisiert, das auf die leichte Schulter genommen zu haben. Big Mac kennt die Gangster-Rapper.